Das ging fix. Ich bin wieder zurück aus der kleinen Pause. Es geht weiter mit Euro Truck Simulator 2 und zwar mit jetzt dem Moment Volvo. Was kann ich mal? Der jetzt hieß auf jeden Fall Volvo Globetrotter, genau. Und dieses schöne, geschnucklige Gerät hat 750 Pferde. Also, das geht mächtig ab. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall noch einen Auftrag fahren. Mal gucken, vielleicht fahre ich von Dortmund aus nochmal so einen Schwertransportauftrag jetzt, wie wir es am Anfang gemacht haben. Einfach nochmal einen hinterhängen. Auf jeden Fall möchte ich gerne wissen, wie gut der jetzt zieht. So, einmal in-game. Und dann schauen wir einfach mal in die Aufträge rein, was die so erzählen. Aufträge was erzählen können, aber was erzähle ich denn hier, ne? So, Aufträge. Von Nizza nach Nizza. Nein, Quatsch. Dort. Oh ja. Guck dir das an. Die fette Treppe mit den 50 Tonnen. Oder noch viel geiler hier. 55 Tonnen. Kommt in den Mann. Der ist geil. Oh. 55 Tonnen. Mal gucken, was er kann. Jetzt bin ich gespannt. Navi-Ziel einstellen. Fortfahren. Ich weiß ja schon, wo ich hin muss. Aber vorsichtig. Wir düsen jetzt einfach mal dahin und gucken mal, was der so drauf hat, der Kleine. Oh. So geht das schon mal ganz gut. Biege nach rechts ab. Der Kopf da rechts geht mir jetzt schon auf den Sack. Aber den sehe ich zum Glück nur in der Kurve. Biege nach links ab. Muss jetzt einmal sein. Der zieht. Wow. Ja, der zieht. Ich stelle gerade fest, dass man bei dem beim Bremsen echt böse aufpassen muss. Wenn der hinten so leicht ist. Biege nach links ab. Okay. Aber normalerweise hat man ja auch nicht so extrem hier. Wie sieht das denn hier im Navi aus? Kann ich das denn hier sehen? Ja. Mann. Sehe meine Geschwindigkeit oben schön 70, 80. Da sehe ich sie auch. Und in der Mitte sehe ich wie gewohnt die Einstellung von meinem. Sehr schön. Ja, das gefällt mir viel besser. Das gefällt mir sehr viel besser als bei dem anderen Truck. Demnächst rechts abbiegen. Haben wir mal eine Kleinigkeit zu knabbern hier hingestellt. Ich hoffe, es stört euch nicht so biegen extrem. Wenn man mich packen so ganz. Jüngerchen will ich nicht sagen, aber. Lust irgendwas mit Geschmack. Gerade was? Wenn ich so bergab fahre wie gerade, doch die Sitzeinstellung. Lieber so. Ich nachher die Straße nicht mehr beim Bergabfahren. Es ist vorbei. Habe ich meine Beleuchtung noch komplett an hier? Warte mal. Fern nicht ausmachen. Was ist mit Licht? Licht. So, das ist voll an. Meine
Umleuchte, ist die jetzt an oder aus? Jetzt ist sie an. Okay. Und jetzt nehmen wir den fetten Auftrag an hier. Aufträge, bitte dieses fette, schöne Nutzfahrzeug befördern. Sofort fahren. Auf geht's. Hey, du Witzka. Ja, genau. Das ist wieder das. Der hat wieder diesen Spezialaufleger hinten. Der hinten noch so wahnsinnig lang hinter dem Teil steht. Da muss ich dann gleich in den Kurven wieder aufpassen. Vor allem, der hat ein ganz anderes Zugverhalten, weil der hinten nämlich auch noch lenkt. Also, der Trailer selbst hat hinten lenkende Achsen. Das ist, naja. Ich finde das extrem gewöhnungsbedürftig. Und mit seinen zwei Achsen. Geht der aber nicht schlecht. Mal gucken. Ich meine, das sind 55 Tonnen, ne? Das muss man ja mal. Und er hat die fetteste Leistung überhaupt. Gibt keinen, glaube ich, der mehr hat wie 750 PS bei den Standard-Trucks. Aber natürlich welche, die besser als Schwerlast geeignet sind. Weil sie halt hinten die drei Achsen haben. Demnächst links abbiegen. Machen wir. Biege nach links ab. Bild fahren. Noch meinen ersten Auflieger. Waren schon im Kasten. Passt nicht oder was? Och, passt. Passt alles. Meine Iberia-Tasse, endlich im Auto. Demnächst rechts abbiegen. Hör das mit dem Retarder. Nach rechts ab. Ja, passt. Gerade so auf die Straße. Aber wenn uns jetzt was entgegenkommt, ist aber eng. Bei dem letzten sind uns noch Autos entgegengekommen. Bei der Schaufel.
Halt ist ein bisschen breiter. Es könnte knapp werden. Seht ihr dem jetzt? Kommt sogar einer oder steht er da? Demnächst rechts abbiegen. Ne, Streifenwagen, der steht da. Biege nach rechts ab. Da passt er auch. Hier stehen so viele Sachen am Rand. Hier muss ich weiter ausholen. Dann kommen wir klar. Demnächst rechts abbiegen. An das Ganze. Rechts ab. Weit nach links und so ramme ich damit wieder irgendwas und dann rum. Knapp gepasst. Mit dem Darwin hieß aber einer rechts. Das gibt Probleme. Kann natürlich sein, dass der gleich wieder, ich weiß nicht, wie der programmiert ist, dass der gleich wieder anhält und sagt hier, sei mal dazwischen. Begleitfahrzeugen. Mal kurz von oben gucken, auf der Geraden. Oh. Hammer, oder? Oh, der passt ja wirklich gerade so. Ich muss da wieder rein. Der passt ja wirklich gerade so unter der Ampel durch. Was ist das Ding? Ja, da werden wir hinterbleiben, mein Freund. Ach, holen wir nicht. Nicht ohne sie mitzunehmen. Ganz genau. Es passt aber ganz genau zwischen den Planken und den Pfählen. Auto. Wie möglich nach rechts. Uiuiui. Fett, das kann eigentlich gar nicht umkippen, aber
Ich glaube, wenn man sich wirklich anstrengt, dann kriegt man auch das umgekippt. Ein Spezialfahrzeug. Das Witzige ist, dieses Spezialfahrzeug, das wird von Dortmund nach Hannover gebracht. Und der Satz Reifen, der eigentlich sehr gut dazu passen könnte, der wird von irgendwo Spanien nach Spanien gebracht, sage ich mal. Der zieht aber wirklich gut. Also kann nicht anders sagen. Der zieht noch mal ein Stück besser wie der Scania gerade. Da muss ich jetzt einfach mal eine Lanze für Volvo brechen. Ein richtig geiles Teil. Ich hatte ja schon mal einen Volvo, ne? Volvo Truck ganz zu Anfang. Den habe ich ja dann umgetauscht gegen den Actros. Aber was so cool ist, dieses Nageln, das finde ich so cool. Der schiebt jetzt aber ganz schön da. Ich will mal ganz kurz schauen, wie ich den Retarder hochfahren kann. Das ist ja nervig. Retarder erhöhen. Ö erhöhen, verringern. Okay. Gott. Ich sag noch, oh Gott. Boah. Aber es passend aus. Verdammt. Bus. So, fahr mal. Hier. So, wenn ich den Retarder benutzen möchte, dann darf ich, kann ich kein, habe ich verstanden. Kann ich kein Tempomat nutzen. Ja gut, der Vorteil ist jetzt halt, wenn es bergab zu schnell wird, einfach nur vom Gas gehen, wird er automatisch langsamer. Ist für Schwertransport eine echt gute Sache, wenn du ständig zwischen Gas und Bremse hin und her springen musst. Weil er beim Bremsen ja wirklich sehr hart abzieht. So, Retarder-Systeme haben natürlich generelles, also in der Realität, ja, also jetzt nicht, werden wahrscheinlich nicht ein kleines Problem, dass sie eben, ja, ich sag mal, wenn man sie ständig einsetzt oder dauerhaft anhat und dann sehr langen Berg runterfährt, sage ich mal, ja, dann überhitzen die auch sehr schnell. Man eigentlich gut auf die Temperatur achten.
das mitgekriegt habe, aber das ist praktisch. Das, wobei der Tempomat auch was für sich hat. Immer ein Retarder mal aus. So bergig ist das ja hier nicht. Aber jetzt wissen wir zumindest, wo er zu finden ist. Ich dachte, das könnte man kombinieren. Das wäre nämlich dann hervorragend gewesen. Ja, wenn er dann 60 fährt, keine Ahnung, und es geht bergab und er wird zu schnell, dass er dann automatisch über den Retarder bremst. Das wäre natürlich eine Sache gewesen. Ernst? Hammer. Rechts ab. Was da überhaupt? Ah, ein zweiter. Dann nehme ich auch da innen. Sehr schön. Opa. Und ausgerechnet auf der Geraden. Beim Bus, da hat es nicht gepasst. Das war wieder so typisch. Noch ein paar Zentimeter nach rechts wäre noch gegangen. Ich habe den Bus nicht getroffen. Immer die gleichen hier. Hier haben wir auf der Brücke stehen. So, Eisenach. 237. Och. Das ist noch eine Hausnummer, würde ich sagen, mit dem Moped da hinten drauf. Bin dann gleich auf der Autobahn nochmal Außenansicht wechseln, aber im Moment hier auf dem Schmalstück möchte ich das gesagt gerne. Ich wieder irgendwo vor und das gibt wieder Geldstrafe hier. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Die Ausfahrt. Gott. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. So schön eng. Rechts abbiegen, nee, links abbiegen. Biege nach links ab. Jetzt kommt's. Probieren wir das. Ampel heile lassen. Auflieger heile lassen. Das ist nämlich genau der Punkt. Der war nämlich da. Wo hängt der jetzt? Aber wo? Wo zum Geier hängt der jetzt? Das ist genau das. Das ist mir schon mal passiert. Ja? Der lenkt hinten. Und dadurch, dass der hinten lenkt, kommt er dann so weit raus und. Oh. Ja, ist okay, habe ich verstanden. Ja, ich weiß. Hängt immer noch. Kann aber eigentlich nicht mehr viel sein.
Na gut, dann muss ich ihn halt komplett zurückdrücken. Wobei das wieder schwierig ist, weil dieses Spezialfahrzeug da hinten wieder ich ist. Das ist das Begleitfahrzeug. Also noch ein Stück nach vorne. Dann rum. Hier bei der Ampel vorbei sein. Boah. Jetzt. Diese Eigendynamik da hinten, ne? Die ist echt für den Hintern. Wenn du es gewohnt bist, irgendwelche Sachen zu fahren, die hinten einfach wirklich doof. Oh je, jetzt kommt es wieder, warte. Sachen, die du einfach nur doof hinterher schleppst, sage ich mal. Und dann hast du auf einmal so einen Auflieger hinten, der voll mitlenkt. Na dann. Ist Umdenken angesagt. Oh Mann. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ich biege. Hier überholt eh keiner. Hier können wir jetzt ganz entspannt hinterher cruisen. Hier kann eh keiner überholen. Bitte rechts halten. Ja, auch ganz entspannt. Oh. Wieder hier zwischen die Leitplanken passen. Ja, doch, so passt da. Ja, 750 PS. Und das ist Vollgas. Selbst der Retarder kriegt das nicht gebacken. Nette Idee, aber das war wohl nichts.
So, dann fahren wir da vorne. Husch, husch. Oh, ja. Kommt wieder einer von rechts. Ja. Immer das Gleiche mit ihm. Jetzt vielleicht mal bis auf der Tatsache, dass ich dann doch schon extreme Breite immer rumfahre und auch was getroffen habe. Genau genommen einen Bus. Ist es. Was? Ah. Haben wir da vorne? Warte mal. Aufwecken. Ich habe gar kein Horn hier dran, ne? Das könnte ich mir auch noch montieren. Schönes Horn. Geben hier, warte. Ah, schneller. Wenn mir gehen würde, ich würde mit dem Teil ja auch ne? Richtig Gas geben, aber dann wollen die nicht. Das wollen die nicht. Vielleicht noch ein Autobahnwechsel. Müssen wir auch mal vorbei hier, komm. Er hat die Reifen für meinen. Sie bei dem hinten die Reifen dran gelassen, hätte er rechts und links mitrollen können. Ist das so ein von Steinbruch, so ein großer Kipper ist das doch eigentlich, den ich da gerade fahre. Mal von diesem Braunkohlehalm oder. Uhrwechsel, jetzt kommt's wieder. Mach da schon mal zu die Spur so ein bisschen. Der fährt trotzdem noch, okay. Bitte links halten. Gibt's keine linke Spur oder so?
Jetzt müsste gleich das hintere Begleitfahrzeug, das hintere Begleitfahrzeug rausfahren. Jetzt weiter. Genau. Das hintere rausgefahren. Passt. So, jetzt können wir ja nochmal von außen drauf gucken, was wir hier haben. Quellenbörderteil. Irgendwie ziemlich krass. Okay, ich setze mich wieder rein. Das ist mir zu komisch von oben. Irre. Einfach irre. Aber das DLC ist gut. Sagen auf schön geschrieben. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Vor allem momentan günstig dran zu kommen. Ne? Wie gesagt, 70% Aktion hier bei Steam. Kann man wirklich zuschlagen. Biege nach rechts ab. Links ein bisschen nah dran. So. Ich glaube, so passt er. Oh, läuft. So. Die letzte Autobahnetappe. Dann sind wir auch schon fast da. Schon so viel Power. Hat gepasst und da geht schon wieder runter. Das Ziel ist nah. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich nehme. Demnächst rechts abbiegen. Wie gesagt, Eigendynamik vom Trailer. Achten. Biege nach rechts ab. Vorletzte Kurve geschafft. Eine kommt noch.
Hauptsache, der bremst mich jetzt nicht aus. Biege nach rechts ab. So. Wir sind fertig. Noch nicht? Jetzt haben wir es. Ah, der andere war länger. Okay, bei dem anderen habe ich immer noch ein Hinterrad da hinten drin stehen gehabt. Bei dem jetzt nicht mehr. Okay. Ja, angekommen. Heile angekommen. Weitestgehend. Sehr schön. Dann koppeln wir das Teil mal ab. Nehme ich so. So, jetzt kommt die Zugmaschine erstmal wieder. Tasche. Und bitte einmal Schnellreise. Erstmal meinen Hänger wieder besorgen. Der steht ja auch noch hier rum. Aufliegermanager. Könnte aber auch theoretisch. Könnte aber auch Folgendes machen. Könnte mal zum Auffliegerhändler gehen. Ganz nach rechts. Jetzt ist die Frage, was lässt sich besser fahren? Der? Oder? Ja, da, ne? Genau. Trockenfrachtkoffer. Poliert Kombi, Aufleger und könnten wir ja mal holen. Den, der hat was. Da passt eine ganze Menge rein. Damit ist dann aber für mich wahrscheinlich kein Rückwärtsfahren mehr möglich. So, machen wir. So, jetzt haben wir den auch da. Sehr schön. Dann eben nochmal ganz. Einen Auflieger verschieben. Na. Da oben hin. Sehr gut. Und den da. Den können wir hier sogar anpassen, solange er gerade ist. Deine Auswahl des
Des Auflieger-Kombination HTC kann hier nicht gekauft werden. Der Auflieger muss sich dafür im folgenden Land befinden: Finnland. In Finnland kriege ich den so. Okay. Gelenk zwischen oder was? Ach so, da ist das Gelenk. Da ist das Gelenk. Den ich jetzt habe, der hat da so eine Stange. Ein Rad. Ein Rad? Ein Rad. Zwei haben. Wo ist das zweite Rad geblieben? Das geht mal so. Wir nehmen den mal so. Gesamtpreis, genau. Passt. Jetzt noch mal eine Achse. Gut. Best Community ever, finde ich. Das muss ja. Das ist für euch, Freunde. Geil. So. Das finde ich absolut mega. Da fehlt mir natürlich die. Aha, dafür fehlt mir die Kohle. Kann ich gar nicht drauf machen. Will ich aber drauf machen. Warte mal. Will das haben? Jetzt? Vor zur Bank oder was? Na gut. Ich will das haben. Ist ja nicht so, dass wir es nicht zurückzahlen können, ne? So, jetzt Aufliegermanager. Dieses schöne Gerät und anpassen. Und nochmal das Ganze. So, das gibt es nur in Finnland. Das gibt es hier. Das ist schön. Nehme ich jetzt diese Kombi. Zusammen mit diesen Rädern. Da kann man dann richtig viel mit transportieren. Zusammen mit. Da ist sie. Diesen. Geilen. Genau. Ah. Leuchten. Das ist cool. Dann sehe ich dir wenigstens im Rückspiegel, wenn es dunkel ist. Sonst guckst du nach hinten, siehst du gar nichts mehr nachts. Was ist das? Vorderes Fahrwerk. Oder? Oh, eine Blende. Doppel. Oh, ist schön. Oder? Keine Ahnung. Es sieht wahrscheinlich eh nur aus. Also glaube nicht, dass das irgendeinen näheren Zweck hat. Aber vernünftige Reifen, damit dieser Auflieger bei der einen oder anderen Zeit nicht da hinten schwimmt und dann irgendwie rausgleitet. Maschine hat er die gleichen Reifen, dann passt das wieder.
Das will ich jetzt haben. Danke. Der wird benutzt. Jetzt nutzen. Wurde schon angekuppelt. Das gucke ich mir an. So krass, ne? Die Teile. Ah. So, mal gucken, ob wir damit einen kurzen Auftrag fahren können noch. Komm, da ist noch drin. Er muss drin sein. Schönes kurzes Auftragsangebot da. Fracht. Dortmund. Weintraub von Dortmund nach Dortmund, da lohnt sich das Fahren gar nicht. Moment. Preis pro Streckeneinheit. Erstmal. Dann gucken wir mal nach den Entfernungen. 37 ist schon mal gar nicht schlecht, wenn ich mir das so betrachte. Ist mir nur viel zu kurz. Dortmund, Duisburg. Joghurt. Joghurt hört sich gut an. Mach mal. Okay, wir fahren los. Weißt du das? Los war meine ich. Um was? Im Auflieger muss man ein bisschen warten, ne? Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Gibt es die Dinge eigentlich wirklich? Also klar gibt es die, aber dürfen die hier überhaupt fahren, diese doppelten Dinger? Ja. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So. Auftrag. Na. Nochmal. Acht. So. Und wir haben den hier gehabt. Na, so. Dortmund Duisburg. Auftrag annehmen. Wo soll ich denn hin? Hier nicht. Da links. Ja, selbst das kriege ich noch hin. Ja. Sehr gut. Ich dachte echt, ich müsste jetzt da rückwärts an so eine Laderampe dran. Das wird es bestimmt auch irgendwo geben, aber dann kann man ja zum Glück die. Los. Kann man ja zum Glück hier die Leutchen auf dem Achthof fahren lassen. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen.
Muss immer daran denken, dass der hintere, also der letzte Hänger, so ein bisschen mehr nach innen zieht. Ja, auch nichts kaputt machen. Zumal, wenn jetzt am Trailer ein Schaden ist, würde ich den selber bezahlen. Geht ja mal gar nicht. Demnächst rechts abbiegen. Demnächst. Jetzt ungefähr? Biege nach rechts ab. Schon echt kurios, ne? Ich bin ja schon solche Dinger gefahren. Aber jetzt, wo es die eigenen sind, da wo es das eigene ist, ja, das heißt, wo man selber ja die Reparatur zahlen muss, wenn man dran kommt, fährt man viel anders. Guckt viel mehr in den Rückspiegel, so passt das nicht? Bei den anderen Dingern ist mir egal. Bin schon wieder reichlich großzügig mit der Geschwindigkeit, um es mal so. Bisschen drosseln hier. Oh. Bisschen mehr sogar. Anfahren sollte jetzt kein Problem sein, gell? Im Anfang wegzuziehen mit der Motorleistung. Da sollte kein Bus hinterherkommen. Wobei mich das natürlich jetzt gerade auch doch einiges, ne? Die Liters, die gehen so weg. Plop, 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 plop. Ja. 150 Pferde wollen gefüttert werden, so ist das nun mal. Oh, jetzt fahren wir mal langsamer hier. Mal Vollgas hier, Stoff, Stoff, Stoff. Nachher liege ich wieder auf der Seite. Jetzt kann es ja nicht geben. Den Anreiz habe ich ja nicht. Und dann rechts abbiegen. Aber Unfall ist auch doof. Biege nach rechts ab. Das ist herrlich. Endlich sehe ich wieder mein Tempomat in der Anzeige. Ich sehe meinen Tank wieder, meinen Füllstand. Hast ja bei dem Scan ja alles nicht gesehen. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Nochmal. Biege nach rechts ab. Wir sind links. Heile angekommen. Der steht noch nicht. Nicht zu früh freuen, Advisor. So.
auch schon Parkplatzunfälle gebaut. E. Und ausladen. Wunderbar. Ja, so gefällt mir das. Das war jetzt so ein kurzer Auftrag, aber so muss das sein. Okay. Bäumende Sonne. Schauen wir uns mal kurz. Wo ist er? Na gut, hier sehen wir auf jeden Fall die Zusammenfassung. Das ist gut, ne? Eigene Garagen 3, Garagenplatz verfügbar 9. 9. 9. Ich dachte, es passen immer nur 3 LKW in eine Garage. So, das ist insgesamt Stellplätze verfügbar. Jetzt haben wir es. Alles klar. Ich dachte, Stellplätze frei. Denkfehler war das. Umbaukosten für eine kleine Garage. 180. Umbaukosten für eine große Garage 100.000. Durchschnittliche Produktivität der Garagen 63%. Das steht doch eigentlich gar nicht. So, dann machen wir als nächstes nämlich, bauen wir nämlich dann die Garagen aus. Dann können wir da ordentlich, können wir da noch 2 Fahrer, ich glaube fünf Fahrer passen rein dann pro Garage, also 5 LKW, setze ich 4 rein und dann habe ich immer noch einen Platz frei, um selbst von Ort zu springen, wenn ich das haben möchte. Dafür ist es halt ganz gut. Du kannst dann einfach deinen eigenen LKW zur anderen Garage verlegen und Schnellreisen machen und dann. Ja, wundervoll. Bank, da muss ich natürlich noch ein bisschen was zurückzahlen wieder, aber Nebensache, kriegen wir locker auf die Kette. Und den. Ja, einfach, der sieht mega aus so. Super. Nur hätte ich ihm noch verpassen sollen. Aber, naja. Man kann nicht alles haben. Sollte es versuchen. So. Liebe Freunde, ich bedanke mich bei euch jetzt aufs Allerschärfste hier fürs Zuschauen, fürs Genau. Und wünsche euch einen super angenehmen restlichen. Wir haben noch bestimmt schon einen Moment. Okay. Wir haben ja schon Freitag. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt einen sehr angenehmen restlichen Freitag natürlich. Und ein, sofern ihr es habt, schönes, langes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Stream, wenn ihr möchtet. Denke jetzt ein bisschen was von mir zu auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bleibt gesund und vorsichtig.